Was geht? Kommen wir wieder zu einem neuen Video. Narzissten tun das wegen ganz bestimmten Gründen. Und darüber reden wir jetzt, warum Narzissten deine Gefühle ignorieren. Denn oftmals ist es bewusst. Ich würde sogar sagen, in den meisten Fällen ist es bewusst. Sie ignorieren bewusst deine Gefühle, damit das und das und das entsteht. Und darüber reden wir jetzt, weil vielleicht hast du das erlebt. Und ein Mensch, der dir nahe steht, wie das oftmals so bei Narzissten ist, du bist vielleicht mit diesen Narzissten zusammen oder es ist dein Vater, deine Mutter, irgendein Familienmitglied oder irgendein Freund. Und dieser Mensch, du denkst eigentlich, dieser Mensch ist auf meiner Seite und er steht hinter mir und er unterstützt mich und bla bla bla. Aber da ist jetzt was Schlimmes passiert, was du verarbeiten musst vielleicht oder sonst was. Und dieser Mensch lässt dich komplett mit deinen Emotionen, mit deinen Gefühlen, mit deinem Trauer alleine. Vielleicht ist jemand von dir gegangen, jemand ist gestorben, du musst es verarbeiten und dein Narzisst lässt dich komplett alleine. Oder was weiß ich, dir selbst ist irgendwas Schlimmes passiert, was du verarbeiten musst und deine narzisstischen Eltern ignorieren es komplett. Gehen gar nicht drauf ein, lassen dich komplett allein. Sie sehen, wie du leidest, aber sie ignorieren es. Die sehen, wie viel Schmerz du hast, aber sie ignorieren es bewusst, weil Narzissten mit Emotionen nicht umgehen können. Narzissten verarbeiten keine Emotionen und arbeiten nicht an ihren Emotionen und sonst irgendwas. Man sieht es ja, wie impulsiv die sind und sonst irgendwas. Würden die an ihren Emotionen arbeiten, dann wären die nicht so verdammt impulsiv und was weiß ich beispielsweise. Und würden dann so reagieren immer, ja, weil die jetzt irgendwie wütend sind und so. Wisst ihr, was ich meine? Die haben ja ihre Wut nicht unter Kontrolle und so. Und ja, würden die an ihren Emotionen arbeiten, würde sich das ja verbessern. Aber das ist ja nicht so. Das ist jetzt nur ein Fakt, den ich dir aufzähle. Aber das ist ja so. Denn Narzissten können mit Emotionen nichts anfangen. So, die wissen nicht, wie die damit umgehen sollen. Für die ist das zu viel. Oh, Emotionen. Oh, Ja, die spüren das vielleicht zwar selbst, diese Emotionen, aber die wissen nicht, wie die damit umgehen sollen. Also, ergo, die ignorieren es, schieben es unter den Teppich. Machen wir jetzt wer nix, geben Silent Treatment, lauter solche Dinge, ja, gehen aus dem Weg, ja, die gehen dir dann extra aus dem Weg vielleicht und sonst was, nur damit die nicht mit diesen Emotionen, Gefühlen umgehen müssen, weil für die ist das zu viel, das erdrückt die, ja, oh, all diese Emotionen, oh, oh, wenn ich all diese Emotionen spüre, das erdrückt mich und bla, bla, die können damit nichts anfangen, so, das ist für die zu viel. Das überlastet die. Und deswegen gehen die dir dann aus dem Weg, lassen dich alleine, ignorieren dich. Ja, und du bist mit dem ganzen Schmerz, mit dem ganzen Trauer, mit dem ganzen Frust, mit allem bist du alleine. Und du denkst dir, ey, das ist doch mein Vater, der sollte doch für mich da sein. Aber ist nicht für dich da. Ey, das ist doch meine Partnerin, normalerweise sollte die doch für mich da sein, aber ist nicht für dich da. Lassen dich immer alleine. Und der Grund, warum die das tun, ist so, entsteht immer mehr ein Traumabund. Und oftmals wissen die das, dass dich das noch mehr abhängiger macht von diesen Menschen, weil du immer auf diese Empathie wartest, dieses Mitgefühl wartest, immer auf diese Sicherheit wartest. Und die nutzen das aus. Die nutzen deine Emotionen gegen dich. Deswegen dieses Thema hier, das, was die tun da, das ist sowas von sadistisch. Die haben richtig Gefallen daran, dich so leiden zu sehen. Sie sehen deinen Schmerz und haben Gefallen daran. Deswegen, die können nicht mit Emotionen umgehen. Dann gehen die dir lieber aus dem Weg, aber die haben gleichzeitig auch Gefallen daran, dass du leidest. Die wollen, dass du leidest. Dass du miserabel bist. Dass du dich selbst hast. Weil vielleicht ist dir was Schlimmes passiert,
Und dadurch, du hast dich jetzt selbst, keine Ahnung. Und die lassen dich jetzt komplett alleine mit deinen Emotionen. Gehen nicht auf dich ein. Sind nicht empathisch. Sind nicht mitfühlend. Hören nicht zu. Sehen dich nicht. Nehmen dich nicht wahr. Und wenn du dann solche Eltern beispielsweise hast, als Kind, du wartest dann immer auf diese Anerkennung. Wann werde ich endlich hier gesehen? Wann sehen mich endlich meine Eltern? Und dieser Schmerz begleitet dich jetzt vielleicht dein ganzes Leben. Und deswegen ziehst du auch dementsprechend immer wieder solche Menschen an, weil du diesen Schmerz da mit dir mitträgst, dass deine Eltern nie auf dich eingegangen sind, so. Die haben dich immer alleine gelassen, haben dich immer ignoriert. Immer wenn du geleidet hast, oder bist, oder was weiß ich, immer wenn du Leid gehabt hast, die haben das ignoriert. Die haben es einfach so runtergespült, wie als wäre nichts und sowas. Und du hast diesen ganzen Schmerz jetzt in dir und was weiß ich. Und das ist das, was euch verbindet. Dieser Schmerz, dieses Trauma, alles, das ist das, was dich so sehr, so toxisch verschmelzt mit diesem Narzissten. Ich weiß, klingt crazy, aber das ist so. Da verschmelzt du so richtig toxisch mit diesem Narzissten und du hoffst immer, dass er dich endlich mal sieht und sonst irgendwas. Aber da kommt nichts. Da kommt nichts. Und das bildet immer mehr dieses Band und diesen Bund und diesen Trauerbund, Traumabund, Traumabund wird immer tighter und tighter und tighter. Je mehr Probleme entstehen und je mehr die dich ignorieren, desto schlimmer wird das und desto schlimmer wird das. Deswegen, wenn das ein Faktor in deinem Leben ist, dann musst du daran arbeiten. Dann musst du dir deine Hilfe suchen. Du kannst gerne ein Coaching mit mir machen, Link in der Beschreibung. Oder geh beim Psychologen, nimm dir die Hilfe, die du brauchst, auf jeden Fall, wenn du das noch verarbeiten musst, weil du immer alles selbst verarbeiten musstest. Dein Vater hat sich nie wirklich um dich gekümmert oder deine Mutter hat sich nie wirklich so emotional um dich gekümmert. Du musstest es immer selbst ausmachen und sonst was. Und die haben dich immer nur irgendwo hingesteckt und sich nie wirklich um dich gekümmert. Nur damit die nicht mit dir darüber reden müssen, was dir da jetzt vielleicht passiert ist und sonst was. Ja, weil die nicht damit umgehen können. Und die haben dich immer so links und rechts hingeschoben. Ja, hier bei die Oma mal, bei den Onkel, beim Freund, da beim Freund, hier weg, da weg, da weg, da weg. Nur damit die nicht mit dir umgehen müssen, quasi. Und damit die sich nicht um dich kümmern müssen. Weil Narzissten übernehmen keine Verantwortung für gar nichts. Nicht mal für ihre eigenen verdammten Kinder übernehmen die Verantwortung. Ja, ne, die gehen dann aus dem Weg. Ja, und somit entsteht immer mehr dieses toxische Bund und so viele Kinder von solchen narzisstischen Eltern, die haben dann so ein Problem, so die Eltern loszulassen, weil du denkst, oh, wir haben so viel erlebt und oh, dieser ganze Schmerz und ich kann das doch nicht hinter mir lassen und bla bla und das sind doch meine Eltern und bla bla und dies und das und jenes. Aber du musst dir klar machen, du musst dir klar machen, dieser Mensch ist nie für dich da, wenn du ihn brauchst. Dieser Mensch lässt dich immer in deinen schlechtesten, schlimmsten Zeiten alleine. Dieser Mensch lässt dich immer hängen. Dieser Mensch geht nicht auf deine Emotionen ein. Dieser Mensch ignoriert all deine Gefühle, deine Emotionen, sogar deine Gedanken und was weiß ich alles. Ja, es ist keine Intimität da. Es ist keine Tiefe da in dieser Beziehung, egal ob das jetzt die Eltern sind oder die Partnerin, Partner. Ja. Es ist keine Tiefe in dieser Beziehung. Das muss dir klar werden. Ich gebe euch dieses Video als ein Weckruf, ja, damit ihr endlich wach werdet, damit ihr endlich aufwacht. So, ey, in dieser Beziehung, die Beziehung wird nur so laufen. Wenn das jetzt schon die ganze Zeit so ist, du bist mit diesem Typen oder mit dieser Frau da zusammen und das genauso. Es passiert dir irgendwas, nix. Aber die Doppelmoral bei Narzissten ist halt immer so, wenn denen was passiert, die reißen ihr Maul auf, kommen zu dir, heulen dir das Ohr voll, du musst denen zuhören und alles. Aber wenn du was zu erzählen hast, die gehen dir aus dem Weg, sind nicht für dich da. Wer es kennt, der kennt's. Ihr kennt es doch. Die wollen das volle Gehör, volle Aufmerksamkeit und alles und geben dir aber gar nichts. Das ist die komplette Doppelmoral von denen. Das ist diese doppelmoralische Beziehung.
Die gehen nicht auf dich ein, aber wollen, verlangen von dir, dass du auf die eingehst. Weil wenn die ja Schmerz haben, das ist ja so schlimm. Wenn du Schmerz hast, das ist egal. So ist eine Beziehung mit einem Narzissten. Deswegen sage ich euch, der beste Rat, ihr müsst Land gewinnen. Das ist der beste Rat, den ich euch geben kann. Ganz ehrlich, so nicht jetzt hier, so schafft ihr es, dass der Narzisst sich für eure Emotionen interessiert. Das gibt es nicht. Diese Tools kann ich euch nicht geben. Es gibt jetzt keinen Hokuspokus hier, was ich euch geben kann, wie der Narzisst sich endlich für euch interessiert. Akzeptiert einfach, dass der Narzisst sich nicht für euch interessiert, für eure Emotionen. Vielleicht interessiert er sich für dich, aber nicht für deine Emotionen. Und er interessiert sich im Endeffekt auch nicht wirklich für dich. Er interessiert sich nur dafür, was er von dir bekommen kann. Nur deswegen hat er Interesse an dir, dieser Narzisst. Aber sonst interessiert er sich nicht für dich. Und du siehst es doch. Menschen, die sich wirklich für dich interessieren, wollen auch, dass es dir gut geht. Menschen, die sich nicht für dich interessieren, denen ist es egal, wie es dir geht. Das muss dir halt klar werden. Deswegen, mit diesen Narzissten kannst du keine Innigkeit so aufbauen, keine Tiefe bilden, keine Tiefe so aufbauen. Da wird es nie eine richtige Tiefe in dieser Beziehung geben, weil die einfach mit Emotionen nicht umgehen können. Das müsste jetzt euch hoffentlich klar sein. So für alle, die dann immer fragen, ja, aber was ist, wenn Narzissten dies, wenn die zur Therapie gehen und wenn die dies machen und wenn die das machen und wenn die jenes machen, dieser Mensch ist krank. Dieser Mensch ist besessen. Dieser Mensch ist schwach und besessen. Mit diesem Mensch kannst du nichts anfangen. Es ist leider spirituell gesehen jetzt. Ja, menschlich gesehen jetzt, 3D-weltmäßig gesehen, dieser Mensch ist krank und er kann nicht geheilt werden. Spirituell gesehen, dieser Mensch ist besessen. Und seine Fleischhülle ist schwach. Dieser Mensch ist schwach. Er hat eine schwache Seele. Und deswegen wurde diese Be Seele besessen von einem Dämon. Dieser Mensch hat keine Seele mehr. Der ist besessen. Und du hast es doch oftmals auch gesehen. Wenn die ihre Wut nicht regulieren können, weil die ihre Emotionen nicht im Griff haben, du hast es doch gesehen, wenn der Dämon rauskommt. Wenn das wahre Gesicht rauskommt. Du hast es doch gesehen. Also spirituell gesehen, diese Menschen sind zu schwach. Die sind besessen. Die sind schon verloren. Die sind The Walking Dead. Die sind verloren. Die sind verloren, die sind unheilbar, die kannst du nicht mehr heilen. Das Einzige, was du tun kannst, ist Land gewinnen. Leider, wenn du solche Eltern hast, distanzier dich. Wenn du in so einer Beziehung bist, mach Schluss. Wenn du solche Freunde hast, distanzier dich. Das heißt jetzt, wie gesagt, nicht, du musst jetzt mit jedem hier den Cut machen, aber distanzier dich. Halt dich mehr fern von denen. Verbring weniger Zeit mit dem. Auf jeden Fall. Wenigstens mal das. Wenigstens mal das. Wenn du nicht komplett den Cut, warum auch immer, machen kannst. Dann wenigstens mal fernbleiben von diesen Menschen. Deswegen, das ist so auf jeden Fall, was ich denke. Was denkt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Aber das ist auf jeden Fall was sehr, sehr Teuflisches. Was die machen, um dich auch abhängig zu machen. Oftmals verursachen die extra auch irgendwelches Chaos, Probleme, Trauma, Drama, was auch immer und lassen dich dann alleine damit stehen. Oftmals haben die das selbst verursacht, vielleicht sogar, und ignorieren dich noch dazu. Und du denkst dir, ey, du hast das mir angetan und jetzt ignorierst du mich noch? Deswegen, Leute, macht euch das alles klar. Oftmals haben die euch sogar noch Schmerz zugefügt und haben euch dann noch mit den Wunden alleine gelassen. Mit all diesem Schmerz, mit diesem Trauma, mit diesem Drama, mit diesem Verlust, was weiß ich, was war, nur du weißt es. Aber die haben dich komplett dann alleine gelassen. So oft, immer, jedes Mal. Und alles nur, damit die auch nicht mit diesen Emotionen umgehen müssen. Für die ist das Kryptonit. Die Schuld annehmen, dass man selbst Schuld hat, das ist für die Kryptonit. So wie heißt es hier, Accountability, Verantwortung übernehmen.
sich eingestehen, dass man einen Fehler gemacht hat. Das ist für die Kryptonit, weil das müssen die ja dann einsehen. Aber Stolz ist zu groß, Ego ist zu groß, lässt das nicht zu. Dieser Mensch wird niemals kommen und sagen, weißt du was, es tut mir leid, oder weißt du was, so ich sehe gerade, dir geht's nicht gut, wie kann ich dir helfen? Das wird niemals kommen. Ich weiß, du hoffst darauf, dass es kommt, aber es wird niemals kommen. Das ist die traurige Wahrheit. Und hiermit beende ich es jetzt. Es ist zu traurig, es ist aber die traurige Wahrheit. Ich habe drüber nachgedacht und habe mir gedacht, ich muss das mit euch teilen, weil das ist was die lieben zu tun, um dich richtig so abhängig zu machen. Das ist so richtig sadistisch. Die haben so richtig Gefallen daran, wenn es dir schlecht geht. Du siehst es denen auch an, wie die so richtig das mögen. Ah, bevor ich es beende, was ich auch noch sagen muss, darüber habe ich eben auch noch nachgedacht. Das Ding ist, was die auch sogar noch tun, in diesen schweren Zeiten, die treten dich sogar noch mit Füßen. Das heißt, die gehen nicht auf deine Emotionen ein und fügen dir sogar noch mehr Schmerz zu. Die sehen, du bist gerade, keine Ahnung, depressiv und sagen dir dann noch dazu, dass du hässlich bist, dass du dies bist, dass du das bist und machen dir und drücken noch mehr auf der Wunde rum. Machen dich noch depressiver, machen dich noch mehr fertig. Das ist, was sie sogar noch tun. Das musste ich auf jeden Fall auch noch sagen. Eben, wo ich im Bad war, habe ich noch extra so drüber nachgedacht. Was muss ich alles hier sagen, weil das Thema so wichtig ist. Es ist sowas von wichtig. Deswegen gerade in deinen tiefsten Momenten, da sind die noch am allerhässlichsten und drücken noch mehr rum und drücken noch mehr rum und drücken noch mehr rum, geben dir noch mehr Druck. Ja, vielleicht ist es sehr stressig gerade. Geben mir noch mehr Druck, dass du noch mehr leidest. Richtig gefallen daran. Weil so können sie dich kontrollieren. Mit deinem Schmerz. Somit können die dich kontrollieren. Die haben dich immer unter Kontrolle dann. Aber wenn du endlich sagst, weißt du was, mir reicht's. Ich verlasse dich jetzt. Wenn du es endlich verlässt, dieses toxische Umfeld, damit durchbrichst du quasi diese narzisstischen Fesseln. Ja? Du durchbrichst die und somit durchbrichst du auch diesen Traumabund. Nur du kannst ihn durchbrechen. Ein Narzisst wird es nicht tun. Niemals. Niemals. Du musst es tun. Du musst den Cut machen. Und du wirst sehen, dir wird es nach einer Zeit besser gehen. Auf jeden Fall. Deswegen, ich wünsche euch viel Heilung. Auf dass ihr alle heilt, gesund werdet, glücklich werdet. Deswegen arbeitet an euch, an eurem Leben und ganz ehrlich, mistet diese Menschen aus. Egal wie schwer es ist, du denkst, du kannst nicht ohne diesen Menschen. Weil ich sehe eure Kommentare manchmal, ja, es ist schwer, diesen Menschen, bla bla. Glaub mir, mach diesen Cut. Glaub es mir. Denn es wird nur schlimmer mit der Zeit. Und irgendwann bist du ein Wrack. Die haben aus dir etwas sehr Hässliches gemacht. Nicht, weil du hässlich bist, aber weil die Zeit dich hässlich gemacht hat. Weil der Schmerz und die ganze Wut und Zorn und Trauer, es hat sich alles hässlich gemacht. Im Sinne von wegen, du bist komplett Splitter deiner selbst, du bist komplett am Arsch. Du bist komplett zerstört. Das ist doch hässlich. Deswegen lass nicht zu, dass diese Menschen dich zerstören. Hab Stolz und sag, ich habe mehr verdient als das. Dass ein Mensch sowas mit mir macht. Wenn ein Mensch nicht auf meine Emotionen eingeht, hat dieser Mensch mich nicht verdient. Diese Einstellung musst du jetzt haben, ganz ehrlich. Weil die werden das ausnutzen, damit die dich schön manipulieren können mit deinem Schmerz. Vielleicht erinnern die dich sogar noch daran, damit die dich manipulieren können, damit du wieder. Weil das ist auch sowas. Du hast dieses Trauma erlebt und die erinnern dich daran und jedes Mal dann durchlebst du es wieder. Und somit können sie dich kontrollieren. Sadistisch, oder nicht? Also wer jetzt sagt, ja, aber das sind keine Dämonen, das sind keine Teufel, ja, aber die sind nicht so, und die sind nicht so böse. Wer jetzt sowas sagt, ey, wer nicht erkennt, dass diese Menschen besessen sind, der ist blind. Wir sehen uns mit. Peace.